Deine Reise beginnt hier. Folge den Spuren der wenigen, die unter den Toten gewandelt sind. Es wird nicht weit sein. Mit flinkem Fuß und starkem Herzen kannst du uns vielleicht alle retten. So, liebe Leute, bevor wir jetzt durchs Portal gehen, wir haben noch eine Quest zu erledigen. Und machen wir jetzt kurz. Ich gehe mal kurz ab, ne? Ich mach das. Ich hab ausreichend dafür. Ja, wir werden noch bis zum Eingang des Tages spielen. Einfach nur mal einen kleinen Cliffhanger-Effekt zu haben. Der Mutter. Mein Sohn ist krank und du bringst mir das Heilmittel? Wie könnte jemand behaupten, dass die Götter uns verlassen hätten? Vielen Dank, Fremder. Du bist ein wahres Geschenk der Götter. Yay. Also, wie ihr seht, die Level sind eins zu das Einzige, was einen hier wirklich hochpusht. Aber jetzt muss ich mal gucken, was kann ich mit Level 40 eigentlich alles tragen? Mein Speer schön. Falls ihr gerade das Mikro gehört, ich habe das nochmal ein bisschen zurechtgerückt. Und ja, gehen wir doch durch das Portal nach Epirus. Denn es geht nicht direkt in den Hades. Es geht dahin, wo laut den alten Griechen der Eingang zum Hades liegt. Und, letzten Endes ist auch deine Nähe. Das ist richtig. Aber ja, gut, Hades gibt's ja nicht wirklich. Ja, Leute, und wie ihr seht, es ist Rede-Action! Sie griffen im Morgengrauen an und viele schliefen noch, als die Kriegstrompeten erklangen und mit noch größerem Lärm unser Osttor aufgebrochen wurde. Wie ein schrecklicher Albtraum, wie eine plötzliche Flut fielen sie über unsere Stadt her. Ich singe, o Muse, von einem lebenden Helden, der unter uns weilt, der mit einem schrecklichen Schlag wie dem letzten Hammerschlag eines Schmieds ein neues Zeitalter für die Welt schmiedete. Das Zeitalter der Menschen. Es geschah auf dem Olymp, dass der namenlose Held mit unvergleichlicher Macht seinen Arm gegen den größten aller Titanen erhob, Typhon. Er erschlug ihn und schickte den Göttersohn in sein Grab. In der Welt hörte man den Fall. Es waren drei von Typhons Vasallen, üble Feiglinge, die sich vor langer Zeit aus dem großen Krieg der Götter davonschlichen und im Schatten des Exils versteckten. Und dann, mit lange vorbereiteter, uralter Magie, ließen sie seltsame Bestien und Monster auf unsere Welt los. Ja, sie blendeten die Götter, so dass keine unsterbliche Hand ihre Taten verhindern konnte. Aber auf ihren Fersen, unerwartet und mit wachsender Kraft wie die aufsteigende Sonne, kam ein einzelner Sterblicher, dessen Bestimmung es sein sollte, sie alle zu erschlagen. Danke, aber ich muss dich korrigieren, es waren zwei. Genau gesagt, ein Feuermagier und ein Jäger mit einem Speer bewaffnet, der vor ihm steht. Ja, sehr cooles Easter Egg. Sie kamen schnell und mit großen Kräften. Wir waren völlig unvorbereitet. Wir versuchten, so viele Zivilisten wie möglich wegzubringen. Aber die Zeit reichte nicht. Ich wartete bis zum ersten Tageslicht und schickte Theogenes mit einigen Männern zurück, um Nachzügler zu finden. Sie könnten einen kräftigen Rücken und einen starken Arm zum Kämpfen gebrauchen. Ja, in den Ruinen, können wir gleich noch hingehen, in die Ruinen. Hier haben wir einen Porter. Haben wir auch eine Karawane? Nee, ne? Nein. Du willst zum Hades? Wenn du den Schatten all jener folgen würdest, die letzte Nacht umgekommen sind, dann findest du Hades bestimmt. Aber ich kenne den Weg nicht. Vergib mir, Reisender, wenn unsere Gedanken sich mit unseren eigenen Sorgen befassen. Nee, das vergebe ich dir nicht. Wir sind es selbst schuld, siehst du das nicht? Wir haben uns das selbst zuzuschreiben. Die Götter haben uns in völliger Abscheu verlassen. Ein neues Zeitalter ist gekommen. Das Zeitalter der Bestien. Julian präsentiert gerade seinen neuen Skill, das ist die Eruption. Ist im Prinzip wie eine aufgekommene Vulkankugel, nur dass da mehr Projektile rauskommen. Sehr böse, bei meinem kritischen Treffer. Ja. Hast du Admetus gesehen? Seit ich ihn geschickt habe, sterben hier Leute. Und ich kann nichts machen. Wir brauchen Vorräte, wir brauchen Nahrung und Medizin. Er wollte unbedingt helfen.
Aber in dieser Zeit hätte ich die Strecke dreimal selbst zurückgelegt. Möge Zeus ihn beschützen. Aber muss ich jemand anderes schicken, um die Aufgabe zu erledigen? Denn die Magnetos, der wird noch eine wichtige Rolle spielen. Also den werden wir noch... keine wichtige Rolle, aber wir werden ihn noch oft sehen. Er ist so ein kleiner Pagas hier. Nochmal zu deinem kritischen Vollstand. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das so mitbekommen haben. Julian hat eine 33%ige Chance für 178 Feuerschaden extra. Und ja, das gilt halt auch bei für... Bei drei Projektilen ist immer eins dabei. Ja, bei drei Projektilen ist eins dabei, was halt nötig ist. Man sagt, die Götter hätten uns verlassen, aber ich werde den Glauben nicht verlieren. Ich habe sie um Hilfe gebeten und hier bist du. Wir haben schon viele Monster erlebt, aber diese hier, sie sind anders. Es ist eine Armee, wie sie noch kein Mensch gesehen hat. Unsere Wachen hatten nicht die geringste Chance und die Stadt ist verloren. Sie werden von einer wilden Kriegerin angeführt, die sich selbst Prosea nennt. Wenn sie fällt, können unsere übrigen Verteidiger es vielleicht schaffen. Ja, die ersten Geister-Reis. Jo, das sind diese Seelen, sag ich mal. Und wenn ihr denen folgt, dann zeigen sie den Weg. Aber als erstes gibt es hier oben ein Blutzorn, cool, nehme ich. Und dann gibt es hier oben eine Höhle. Da rennen wir doch mal hin. Und ja, hier gibt es diese Lamias. Generell, ach ja, ich bin jetzt 166%, also ihr seht, wie schnell ich laufe. Das ist der maximale Laufspeed, den ich erreicht habe. Kannst du weitergehen? Ich muss hier sonst noch rein. Also, wenn du mal 166% laufst, ist das jetzt cool. Glaubst du, dass ich jetzt auf dich immer warten muss? Und du ja auch nur dann recht schnell läufst, wenn ich in deiner Nähe bin. Ja, gut, dann musst du ein bisschen Rücksicht nehmen. Erebischer Kampfhelm des Könnens. Zeremonien erebischen Kampfhelm des Könnens würde ich gerne mal sehen.